Hi, hi, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Skylar und Duke. In der Halloween-Pferdereihe der diesjährigen Pferde, also 2022, möchte ich euch heute gern meinen Hengst Firefighter vorstellen. Firefighter ist ein Windfell und das Alter ist wie bei all meinen magischen Pferden zeitlos. Charakteristisch für ein Windfell ist die federige Fesselbehaarung. Und der Geschichte nach haben Windfells die Macht, Feldfrüchte über Nacht reifen zu lassen. Das heißt, einmal über ein Feld galoppiert, kann man sicher sein, dass die Pflanzen am nächsten Tag Früchte tragen. Also das Pferd für die Landwirtschaft. Firefighter habe ich im letzten Jahr gekauft, also 2021. Und er ist in diesem Jahr das allerletzte Mal dabei. Der Preis sind 300 Starcoins. Danach wird dieses Windfell abgelöst von The Main. Also, wer noch die Chance ergreifen möchte, genau dieses Windfell zu bekommen, der sollte die 300 Starcoins noch schnell investieren, und zwar bis zum 9. November diesen Jahres. Das Windfell gleicht dem Shire, das erkennt man natürlich sofort, und es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Wobei gerade diese Variante hier sehr beliebt und charakteristisch für Halloween ist und uns natürlich sofort an den kopflosen Reiter erinnert. Man kann es auch nur an Halloween in der Festung des Galoppierers finden. Bei mir ist Firefighter nun ein Hengst, aber normalerweise ist es eine Stute, und zwar die Stute Morrigan. Die Stute des Galopper Thompson oder auch die Stute des kopflosen Reiters. Ja, aber wer war denn nun eigentlich der kopflose Reiter? Also, es handelt sich um Gunnar Trimson, und dieser war der Freund und Gefolgsmann von Jon Jarl. Zusammen kamen sie einst nach Jorvik und alle Bewohner hatten Angst vor Gunnar. Deshalb war er ziemlich einsam und freundete sich mit einer wilden Shirehorse-Stute an, die er auch kaufte und fortan als sein Pferd bezeichnete. Ja, bis eines Tages ein fürchterlicher Brand im Stall ausbrach, in dem die Stute stand und dabei auch getötet wurde. Man munkelt von Brandstiftung. Aber was da genau vorgefallen ist, kann man nicht so genau nachvollziehen. Jedenfalls kurze Zeit später wurde Gunnar verurteilt, hingerichtet und geköpft. Aber zum Entsetzen der schaulustigen Zuschauer stand Gunnar auf, natürlich ohne Kopf. Und genau in diesem Moment kam seine Stute angaloppiert, schwarz mit feurig lodernder Mähne, Fesseln und Augen. Gunnar stieg auf und sie ritten zusammen fort. Ja, schaurig, schaurig, passend zu Halloween. Das ist also die Geschichte vom kopflosen Reiter. Ja, so viel also erstmal zum Windfell, zum Auslaufmodell. Aber ich denke, das Windfell hat es auch verdient, nicht zu kurz zu kommen, gerade wenn es jetzt für immer verschwindet. Denn die nostalgischen Pferde haben schon auch ihr ganz besonderes Flair. Ja, ihr Lieben, also das war's jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, bitte gebt uns ein Abo. Wir freuen uns wirklich ganz, ganz sehr und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!